Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute über eine Geschichte sprechen, die mit 8.2.5 neuen Spielen dazu kam. Und zwar hat Blizzard mal die Liste der Black Market Items ein bisschen ausgebaut. Da haben sie ja eine Weile nichts getan. Das waren eigentlich dieselben Items seit Jahren, die da rotiert sind. Wer das jetzt vielleicht nicht so ganz kennt, im Schwarzmarkt-Optionshaus, wie es im Deutschen heißt, werden jeden Tag ja, von Blizzard quasi oder maschinell gewisse Items eingestellt und auf die können Leute bieten. Die sind dann einmal pro Server oder Serververbund quasi drin. Man kann drauf bieten und der Höchste kriegt diese Items. Das sind teilweise coole Sachen, wie das Mount, was ich jetzt hier habe. Das ist der verseuchte Protodrache. Den hat man damals bei dem Nax Meta Achievement erspielen können, aber nur solange der Content aktuell war, also nur solange Nax der einzige Raid war. Oder der erste Raid war besser gesagt, als der nächste Content mit Ulduar rauskam, haben sie die Belohnung rausgenommen und dementsprechend war das Mount nicht mehr erhältlich und man kann es jetzt quasi über den Black Market noch erhalten. Da gibt es noch ein paar andere Mounts, die man quasi ja, da erhalten kann, die es sonst im Spiel nicht mehr zu spielen gibt. Deswegen ist das eine praktische Sache für Sammler wie mich. Jetzt haben die über Jahre immer die gleichen Items gehabt und keine neuen hinzugefügt und jetzt haben sie einen großen Schritt gemacht und zwar haben sie einige neue Items mit reingebastelt. Und da gab es schon mal eine erste Welle an Items, die schon mal gedatamined worden sind. Und da dachte man, okay, das sind schon mal einige, echt cool, da haben sie was geupdatet. Aber jetzt, als der Patch live ging, sind noch mehr Items dazu gekommen. Und vielleicht habt ihr jetzt die zweite Welle oder auch schon die erste Welle nicht mitbekommen. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal beide an, was mit drin ist. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Wir haben nämlich neu drin hier Illusionen. Das sind diese Waffen-VZs, die bestimmtes, also die quasi Waffen-VZ Transmog sind Illusionen, um es kurz zu machen. Und da haben wir sowohl die Illusion, die wir aus dem Sonnenwendfest, aus dem Beutel für den Boss bekommen, hier Deathfrost, und die Winter-VZ aus dem Winterhauch-Event, aus diesem gestohlenen Geschenk. Und die sind beide ziemlich beschissen oder die droppen ziemlich beschissen aus diesen beiden Quellen. Die kann man einmal am Tag pro Char machen und die zu farmen ist echt ätzend. Und die sind jetzt im Black Market, ist eine schicke Sache. Da hat bestimmt der ein oder andere die Essenzen noch nicht oder die Illusionen. Ich glaube, die eine habe ich immer noch nicht. Die habe ich früher mal gefarmt. Und das ist eine schicke Sache, dass die mit reingekommen sind. Dann haben sie zwei der coolsten Transmog-Items reingebastelt. Und zwar einmal die Schultern von Garrosh aus SOO. Und dann haben wir nochmal die Schultern von Xavius aus Emerald Nightmare. Das sind so die coolsten Transmog-Schultern für einmal die Lederträger und einmal den Plattenträger. Also hier das sind diese Knochenschultern quasi und das sind diese rot leuchtenden Schultern von Xavius. Transmog-Farmer kennen die sicher. Ich habe keins von beiden und vielleicht werde ich da auch mal ein bisschen Gold investieren. Und das, was uns Mount-Farmer natürlich interessiert, sind die Mounts und das sind einige. Wir haben beide Mammuts aus Archaeons Kammer. Dann haben wir den Tiger und den Raptor aus dem neuen ZG, also aus der Fünfmann-Instanz. Die alten ZG-Dinger, die nicht mehr erhältlich sind, die gab es vorher schon und die brauche ich unter anderem noch. Da muss man aber einiges an Gold sein. Dann die Mounts aus Dragonsault, also das Experiment und hier den Lebensbinder. Dann das Horridon-Mount, was ich tot gefarmt habe damals. Hätte es damals schon Black Market gegeben, ich hätte zugeschlagen. Dann haben wir quasi das Undaster-Mount. Haben sie jetzt mit reingebastelt. Dann die Dreihorn-Mounts sind alle mit drin, die man in Pandaria von diesen Warbringer-Typen bekommen kann. Dann das Ruk'ma World Boss Mount ist mit drin. Und dann das Blackhand Mount und Archimonde Mythic Mount. Die haben sie weiter auch reingehauen. Heißt, bis WoD sind jetzt die ganzen Mounts drin, die noch gefehlt haben. Wahrscheinlich ein, zwei fehlen immer noch, aber fast alle von den alten Mounts kann man jetzt theoretisch über den Black Market Auktionshaus bekommen. So stand vor Patch Release. Jetzt sind ja ein, zwei Tage schon vergangen. Leute haben ins Black Market geguckt und tatsächlich noch mehr Items entdeckt. Und das wird den einen oder anderen von euch freuen. Hier Sturm 3 der Valachar. Wie viele 100 Kisten habe ich in Legion aufgemacht? Diejenigen, die meine Videos da einmal geguckt haben, wissen einige 100 Kisten. Jedes Mal kosten die 10.000 Ruf so eine Kiste. Heißt, diesen Scheißdrachen zu farmen, ist ein ätzender Scheißtrick. Und jetzt ist der im Black Market drin und man kann ihn quasi auf die einfache Art holen. Man wird ein bisschen Gold brauchen, aber der ist jetzt drin zu 100%. Der Teppich von Nightfall ist auch mit drin. Ja? Es ist anzunehmen, dass alle Paragon-Mounts aus Legion mit drin sind. Ihr könnt die theoretisch jetzt über Gold kaufen und müsst nicht mehr diesen Ruf farmen. Dann der Kluftwurm, ne, aus dem Grabmal hat man auch gesehen. Dann üble Scheusal, der ist hier so ein World Drop in
in Argos quasi von den Rares gut. Ob man sich den im Black Market kaufen muss, sei jetzt mal dahingestellt. Also da würde ich mir vielleicht nochmal überlegen, aber die anderen sind schon ätzende, seltene Mount und der Urskull, für den ich einen Haufen Kohle damals am Ende von Dings gezahlt habe, der ist jetzt auch mit im Black Market und könnte man sich theoretisch relativ gut kaufen, wenn man natürlich das nötige Kleingeld hat. Ja, das sind die Mounts. Was ich ein bisschen schade finde, ich hätte mir gewünscht, dass alle TCG-Mounts drin sind, also diese Kartenspiel-Mounts, heißt Sachen wie der Spektraltiger, das Hühnerei und sowas, es sind nämlich schon ein paar drin. Ich meine, die Rakete ist drin, die Schildkröte ist drin, das Wollrhinoceros, also es sind tatsächlich schon ein paar Kartenspiel-Mounts drin, noch bei weitem nicht alle. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie die noch reinpacken. Ich bin ja gerade dabei, mir die alle zu holen und die über externe Händler zu besorgen, ist mühsam und sehr teuer. Das kann ich euch sagen. Und da wäre es cool gewesen, wenn man sie darüber bekommen könnte. Bis jetzt gibt es keinen Anschein. Vielleicht findet man auch was und schreibt mir gerne unter das Video, falls ihr noch andere Items im Black Market erspäht. Ich bin natürlich immer am Checken, ob was drin ist und schaue, dass ich vielleicht noch das ein oder andere Mount abgreifen kann. Die neuen, die jetzt reingekommen sind, habe ich leider alle schon. Aber wie gesagt, die zwei alten ZG Mounts fehlen mir zum Beispiel noch und ja, da bin ich natürlich immer dran. Gut, dann war es das mit dem Video. Schreibt mal eure Gedanken zu den neuen Mounts rein. Überlegt ihr euch, die zu kaufen? Sagt ihr, nee, ich fahre mir das lieber, ich habe nicht so viel Gold oder ich will da nicht so drauf spekulieren? Dann ja, würde mich auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.